Hallo meine lieben Sportsfreunde, was geht ab? CK hier von Workout Share, eurem optimalen Wegbegleiter während der Corona-Zeit. Naja, und danach hoffentlich auch noch. Freunde, heute will ich mich einmal ganz kurz halten. CK, du und kurz halten. Glaubst du, es funktioniert? Naja, Lukas, probieren wir es einfach einmal aus, okay? Ich habe heute ein 20 Minuten Ganzkörper-Workout für euch vorbereitet. Wir haben 5 Belastungsgruppen. Einmal den Bauch, Rücken, Plank, Push-Up und die Beine. Wir machen zu jedem dieser 5 Belastungsgruppen 4 Übungen, a 40 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Und um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, machen wir vor jeder Belastungsgruppe noch ein hochpulsives Intervall. Ja, wärmt euch gut auf, let's go! So meine lieben Freunde, dann fangen wir gleich mit der ersten hochpulsiven Übung an, und zwar mit den Lunges, also den Ausfallschrittsprüngen. 3, 2, 1, go! Der Oberkörper bleibt schön aufrecht, mit den Knien berühren wir fast den Boden. Bei wem das nicht gehen sollte, der geht einfach her und macht das Ganze mit Schritten. Also immer einen Schritt rechts zurück, einen links zurück. Aber wir probieren, so lang wie möglich durchzuspringen. Halfway there. I get lost in the words I say. 3, 2, 1, rest. Jawohl, da kommen wir auch schon zur ersten Bauchübung, und zwar zu den sogenannten Klappmessern. Und zwar gehen wir in die Rückenlage, Arme, Beine leicht in der Luft, und jetzt berühren wir uns mit Fingerspitzen und Zehenspitzen im höchsten Punkt. So, jetzt machen wir das Ganze diagonal. Also rechte Hand, linker Fuß, linke Hand, rechter Fuß. Tired eyes need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, move fast. One, a new breath. Jawohl, dann kommen wir auch schon zu den Crunches. Also, gehen wieder in die Rückenlage, Beine aufgestellt, etwa 90 Grad Winkel. Und jetzt gehen wir mit dem Oberkörper Richtung Knie. Get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop. Achtung, wir probieren auch bei jedem Mal, wenn wir aufgehen, schön auszuatmen, um so eine maximale Kontraktion in der Bauchmuskulatur zu gewährleisten. Halfway there. So, jetzt ab der Hälfte machen wir das Ganze diagonal. Rechter Ellbogen zum linken Knie, linker Ellbogen zum rechten. Jawohl, nach den normalen Crunches kommen wir jetzt zu den Reverse Crunches. Und zwar Beine leicht in der Luft, Schultern am Boden, und jetzt rollen wir uns ein und heben dabei die Schultern vom Boden. Wir achten auch wieder auf die Atmung. But goddamn, I wanna say some. She a dime, wanna make her mine. Heard through the grapevine, she a great time. Yeah. It should be a goddamn crime. Halfway there. To look that damn fine. Gotta lock her up and throw away the key. Or you could lock her up and give the key to me. Take it down low, drop it down to the ground floor, the ground floor. I just wanna go and explore, ooh baby, I just want 3, more. I want 2, more. Gotta pop 1, rest. Ja, Mann. Dann kommen wir auch schon zur letzten Bauchübung, und zwar zu den sogenannten Russian Twist. Wir drehen uns leicht nach hinten. Beine sind leicht angewinkelt, vom Boden angehoben, und jetzt rotieren wir von rechts nach links und links nach rechts. Wir können die Intensität hier auch wieder sehr gut selbst regulieren. Je weiter wir uns nach hinten lehnen, desto anstrengender wird's. Two, one, jawohl, dann stehen wir gleich auf
kommen wir jetzt zur zweiten hochpulsiven Übung, und zwar zu den Hampelmann-Kniebeugen. Das Ganze ist eine Kombination aus einer Kniebeuge und einem Sprung nach außen. Mit wem das dann nicht mehr gehen sollte, der geht einfach her, macht normale schulterbreite Kniebeugen. Aber es geht wieder das Gleiche, so lange wie möglich springen. And she looks a little naughty, but they say okay. Now I wanna get a drink, just you and me. I don't really wanna think, I just wanna be. She giving third degree burns, man, I think I need a doctor. Got me concerned, cause she got me hot and bothered. Everything she earned, didn't get it from her father. Many think I won, but she turns around. Jawohl, dann kommen wir auch schon zum Rückenpart. Und zwar beginnen wir hier mit dem Reverse Plank. Also Belastung auf den Fersen und den Schulterblättern. Der Arsch ist in der Luft und die Beine möglichst durchgestreckt. Und jetzt halten wir das Ganze einfach mal. Halfway there. So, wer kann, kann probieren, in der Pause gleich in der Position zu bleiben. Die nächste Übung wird nämlich wieder eine Übung im Reverse Plank sein. Bei wem es nicht geht, überhaupt kein Problem. Einfach kurz ablegen und dann wieder einsteigen. Zwar wird die nächste Übung so ausschauen, dass wir immer ein Bein heben und senken. Explosiv nach oben, langsam kontrolliert nach unten. So, jetzt machen wir den Beinwechsel. Jawohl. Wir wechseln schnell in die Bauchlage und setzen gleich mit dem Schwimmer fort. Und zwar Arme, Beine angehoben. Wir strecken Arme, Beine aus und machen jetzt kleine Bewegungen auf und ab. Blick ist nach unten gerichtet und dann einfach nur beißen. Halfway there. So, Arme, Beine bleiben lang. 3, 2, 1. Jawohl. Wir können für die nächste Übung gleich in der gleichen Position bleiben. Arme, Beine, Oberkörper in der Luft. Und jetzt machen wir kleine, schnelle Auf-Ab-Bewegungen. Halfway there. So, jetzt nehmen wir die Beine noch mit. Jawohl, so, dann kommen wir auch schon zur dritten hochpulsiven Übung. Und zwar machen wir jetzt wieder die Hampelmann-Kniebeugen, aber genau andersherum. Also wir machen jetzt den Squat breit, Sprung schmal. Für wen das nicht geht, der geht wieder zurück in den normalen Squat und macht diesen diesmal etwas breiter. Jawohl.
Dann kommen wir auch schon zum Plank Part. Und zwar zur ersten Übung, den Spider Planks. 3, 2, 1, go. Dafür führen wir immer ein Knie zum jeweiligen Ellbogen. Wenn das nicht mehr gehen sollte, der geht einfach zurück in die normale Plank Position und wird die bis zum Ende vom Intervall zu halten. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. Jawohl, in der Pause können wir gleich wieder in der Position bleiben, wenn wir es schaffen. Wenn nicht, auch kein Problem. Kurz absetzen und dann wieder einsteigen. 3, 2, 1. Die nächste Übung, gleiche Position, und jetzt heben und senken wir immer ein Bein. Halfway there. So, jetzt machen wir den Beinwechsel. Gehen wir in die Side Plank Position und werden jetzt jetzt so machen, dass wir bis zur Hälfte das Bein nach oben heben, ab der Hälfte dann unter dem Körper durchrotieren. Wenn wir das nicht mehr gehen sollte, einfach wieder zurück in die normale Side Plank Position. Halfway there. So. Und jetzt wechseln wir zum Rotieren. Immer schön aufdrehen. Jawohl. So, wir wechseln gleich die Position. Gleiches Spiel mit der anderen Seite. Bis zur Hälfte. Halten. Go. Heben, ab der Hälfte dann rotieren. So, jetzt rotieren wir. Jawohl. So, somit sind wir schon bei der vierten Hochpuls-7-Übung. Jetzt haben wir eine Kombination aus der ersten und zweiten Übung. Also aus den Lunges und der Hampelmann-Kniebeuge. Immer 1, 2 Lunges, Kniebeugesprung, Kniebeuge, Lunges. Wenn das nicht mehr gehen sollte, gehen wir einfach her, machen eine Kniebeuge, steigen zurück. Steigen zurück, halfway there. Kniebeuge und so weiter. Jawohl. So, damit kommen wir auch schon zu den Push-Ups. So, beginnen wir einfach mal mit klassischen Push-Ups. Circa Schulterbreit greifen. Langsam nach unten, explosiv nach oben. Let's go! The countdown has just begun. Are you ready? Let's go, go, go. Probieren die Ellbogen schön am Körper zu lassen. Halfway there. Die Arme vom Gefühl her zusammenzuziehen. Die Seite zusammen zu pressen. Three, two, one, rest. Jawohl.
Jetzt kurz ausschütteln. Dann kommen wir auch gleich zur nächsten Übung. Die ist etwas schwer, aber falls es nicht geht, einfach auf die Knie zurück. Was sind das? Die Spider-Push-Ups. Gleich für den Spider-Plank führen wir immer ein Knie zum jeweiligen Ellbogen. Halfway there. Jawohl. So, wieder kurz ausschütteln. Dann kommen wir schon zur vorletzten Push-Up-Übung. So, zu den Push-Ups mit Shoulder-Taps. Jetzt positionieren wir unsere Beine etwas breiter. Machen einen Push-Up. Gehen mit der rechten Hand zur linken Schulter. Halten, stabilisieren. Das gleiche Spiel mit der anderen Seite. Achtung, wir schauen, dass wir beim Halten schön stabilisieren, auf einer Ebene bleiben, so, als ob wir die zweite Hand zur Verfügung hätten. Jawohl. Noch einmal ausschütteln und dann kommen wir schon zur letzten Push-Up-Übung. Und zwar sind es die Push-Ups mit Aufdrehen. One, go. Das Ganze schaut so aus, dass wir einen Push-Up machen, auf die eine Seite aufdrehen, Push-Up auf die andere Seite aufdrehen. We're back from daddy. Halfway there. Jawohl. Kurz ausschütteln. Dann kommen wir auch schon zur letzten hochpulsiven Übung. Und zwar ist es eine Kombination aus Lunges und 180 Grad Kniebeugen. Das Ganze schaut so aus. 1, 2 Lunges, Kniebeuge, 180 Grad Sprung. Lunges, Kniebeuge, 180 Grad Sprung. Wenn es nicht mehr geht, wie das gleiche wie vorher. Steigen. Kniebeuge. Wechseln, halfway there. Kniebeuge, steigen und so weiter. Das ist jetzt die letzte hochpulsive Übung. Wir springen so lang wie möglich. Jawohl. So, jetzt kommen wir schon zum letzten Part, nämlich zu unseren Beinen. So, beginnen wir mit dem Mainstand. Stellen uns ein bisschen weiter, weiter als Schulterbreit hin, Füße nach außen und gehen jetzt hinunter in die Position. Oberkörper schön aufdrehen, Becken aufdrehen und dann einfach nur halten und beißen. So, Freunde, für die nächste Übung könnt ihr euch gleich eine Wand suchen. Und zwar werden wir jetzt das gute alte Wandsitzen angehen. Jawohl, kurz ausschütteln. Ihr sucht euch eine Wand. Ich erkläre euch in der Zwischenzeit schon die nächste Übung. Hol das Wandsitzen dann aber natürlich nach. So, und zwar werden wir zum Schluss noch unseren Wadel bearbeiten. Das Ganze schaut so aus, wir haben vier Felder. Feld Nummer 1 vor dem Körper, Feld Nummer 2 rechts. Feld Nummer 3 hinten, Feld Nummer 4 links von unserem Körper. Jetzt gehen wir her, springen locker auf einem Bein und ich sage dann immer eine Zahl von 1 bis 4 an und ihr müsst so schnell wie möglich in dieses Feld und wieder zurück. Also zum Beispiel 1, 3, 2 und so weiter. Das Ganze machen wir zuerst mit dem rechten Bein, danach mit dem linken.
Wer wem es nicht gehen sollte, der kann auch in den Intervallen hin und her wechseln. Aber wir probieren wirklich das erste Intervall auf dem rechten, das zweite auf dem linken oder umgekehrt. Let's go! 1, 4, 4, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 1. Und noch einmal 2. Jawohl. Puh. Ich wird mal schon ein gutes Brennen im Wadel. 3. Jetzt kommen wir zum letzten Intervall. Auf der anderen Seite. Let's go. 1. 2. 2. 1, 4, 3, 1, 1, und zuletzt noch 2. Jawohl. So Jungs, was ist denn los? Jetzt machen wir doch Intervall Wand sitzen. Massi K, müssen wir wirklich? Ja, müssen wir. Geht schon, setz dich hin. Ja, Massi K, das kannst du jetzt sagen. Die Kamera läuft ja schon. Ah, oh, Bernhard, das ist ja so wurscht. Das cut man einfach raus. Ja, also Freunde, aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben. Und genau deshalb holen wir, natürlich auf freiwilligen Basis, jetzt noch das Intervall Wand sitzen nach. Ja, wie immer freut uns eure Meinung. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch das Workout gefallen hat. Und Abo Daumen nicht vergessen. Und die Glocke. Ja, danke. Somit spare ich mir wieder das Ganze mit Abo hier, Daumen da und will euch wie immer noch eins mit auf den Weg geben. Sportsfreunde, nichts ist unerreichbar. Wenn ihr lange Arme habt. Was ist denn mit euch los, ey? Hinsetzen, wir bleiben sitzen. Ja. Eine Ewigkeit später. Boah, Sike, wie lange geht denn das noch? Ja, so lange bis das Intervall aus ist, Mann. Und wie lange dauert das Intervall noch? Ja, warte, kann ja mal nachschauen. Der Timer ist stecken geblieben. Boah, CK! Ja, wurscht. Dann fangen wir einfach nochmal von vorne an. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie noch heute.